Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9, Fragestunde, Drucksache 11715. Mit dieser Drucksache, meine Kolleginnen und Kollegen, liegt Ihnen vor oder liegen Ihnen vor, besser gesagt, die mündlichen Anfragen 77 bis 79. Ich rufe zunächst auf die mündliche Anfrage 77 des Herrn Kollegen Marsching von der Piratenfraktion zum Thema zum Fortschrittsbericht der Landesregierung NRW 4.0 digitaler Wandel in Nordrhein-Westfalen, speziell der Bereich Bildung, Seite 20ff und dem Beteiligungsprozess Bildung 4.0. Die Landesregierung hat angekündigt, dass Frau Ministerin Lörmann antworten wird. Wenn sie so nett ist, sich einzuloggen, dann erhält sie sofort das Wort. Bitte, Frau Ministerin. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Marsching. Die Landesregierung verfolgt ihre Ziele im Bildungsbereich Lernen im digitalen Wandel strategisch in 6 abgestimmten Handlungsfeldern. Ich berichte Ihnen über die aktuellen Arbeitsstände, die über die dokumentierten Maßnahmen des Fortschrittsberichts hinausgehen. Handlungsfeld 1, Infrastruktur. Die Breitbandförderrichtlinien der Bundes- und Landesregierung schließen Schulen ein. Die technischen Arbeiten zur Weiterentwicklung der Erprobungsversion von Logineo zu Logineo NRW werden voraussichtlich bis zum Herbst 2016 abgeschlossen. Zurzeit wird die Einführung von Logineo NRW mit den Hauptpersonalräten im Ministerium für Schule und Weiterbildung abgestimmt und notwendige Änderungen der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülern und Eltern und der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer sind derzeit in der Abstimmung mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Schulen der Schulform, für die die Mitbestimmung abgeschlossen ist, können die Nutzung von Logineo NRW nach Inkrafttreten der aktualisierten Datenverarbeitungsverordnungen beantragen. Für die Beratungs- und Entscheidungsprozesse in der Schule stellt die Medienberatung ein umfassendes Informations- und Unterstützungspaket bereit. Das Land investiert außerdem von 2016 bis 2019 rund 4,5 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur an den 33 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung. Das ist ja der Bereich, für den das Land sozusagen für Gebäude auch zuständig ist. Dies korrespondiert mit dem gleich folgend hoffentlich verabschiedeten Lehrerausbildungsgesetz angelegten Prozess der systematischen Kompetenzerweiterung zukünftiger Lehrkräfte. Die Bestandsaufnahme der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung ist abgeschlossen, sodass noch 2016 mit den Investitionen begonnen werden kann. Handlungsfeld 2, Lernmittel. Wir bieten den Schulen Zugriff auf freie Lernmittel über die LearnLine NRW. Schulen, die sich für die Nutzung von Logineo NRW entscheiden, können die LearnLine NRW nach der Einmalanmeldung für Logineo NRW ohne weitere Authentifizierung nutzen. Das gilt auch für die Edmond-Medien, die von den kommunalen Medienzentren beschafft worden sind. Es lag uns also daran, dass wir möglichst alles, was schon aufgebaut ist, auch nicht sozusagen vergessen müssen, sondern weiterhin nutzen können und zusammenführen. Handlungsfeld 3, Medienkompetenz. Unser Ziel ist, allen Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln und die schulischen Lehrkräfte mit einer modernen Ausbildung und Fortbildung auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Das ist angesichts dessen, und das ist eben in der Debatte ja auch deutlich geworden, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer da an unterschiedlichen Punkten sind. Die sind ja nicht alle am gleichen Punkt, dann könnte man gleichförmig eine Sache anschließen, sondern die sind alle unterschiedlich weit und deswegen müssen wir natürlich auch die Fortbildung und die Weiterentwicklung differenziert anlegen. Die Zahl der Stellen der Medienberaterinnen und Medienberater wird zum 1. August 2016 von 30 auf 60 verdoppelt, also 100% mehr, nicht früher 1 und heute 2, wie Herr Marsching im Schulausschuss mal vorsichtig scherzhaft gefragt hat. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen können so bedarfsgerecht bei der Weiterentwicklung ihrer Medienkonzepte unterstützt werden.
Die Schulträger können bei ihrer Medienentwicklungsplanung flächendeckend auf die Expertise der Medienberaterinnen und Medienberater zurückgreifen. Handlungsfeld 4. Gemeinwohlorientierte Weiterbildung. Zur Professionalisierung der Beschäftigten in Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung wird die Supportstelle Weiterbildung, die im Qualis angesiedelt ist, eine Internetplattform für die Qualifizierung hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Weiterbildung entwickeln. Im Rahmen einer Werkstatt Neue Formate werden von der Supportstelle Weiterbildung der Qualitätsagentur Qualis duale Formen des digitalen Lernens für die Weiterbildung vermittelt. Sie sehen also, dass wir auch die Weiterbildung hier mit im Blick und im Boot haben. Und das hat sich auf dem digitalen Kongress der Landesregierung auch als sehr richtig erwiesen. Handlungsfeld 5, Hochschule. Kollegin Schulze ist selbstverständlich auch da. Danke für die Teamarbeit. Ich trage es jetzt hier der Einfachheit halber zusammenhängend vor. In die Inhalte der Lehre kann und darf sich niemand unmittelbar einmischen, auch nicht die Landesregierung. Die Hochschullehre ist und bleibt, auch in Zeiten der Digitalisierung, Sache jedes und jeder einzelnen Lehrenden. Wir setzen uns aber gemeinsam mit den Hochschulen dafür ein, dass die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, auch in Studium und Lehre nutzbar gemacht werden. Digitale Instrumente können, wenn sie didaktisch gut gemacht sind, eine qualitative Bereicherung der Lehre darstellen. Soll die Digitalisierung Studium und Lehre wirklich bereichern, so ist allerdings mehr erforderlich als eine bloße Verlagerung der Lehre auf elektronische Plattformen. Gerade innovative Formen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und des kollaborativen Lernens und die daraus entstehenden motivierenden Lernergebnisse sind es, die den Mehrwert ausmachen. Sie verbessern den konkreten Lernerfolg und sorgen so für breite Akzeptanz. Hochschulen sind technikaffin. Hochschulen bieten ein kreatives Umfeld für die Entwicklung neuer Lehrformate. Dabei möchten wir die vorhandenen Kooperationsstrukturen nutzen, um Best-Practice-Beispiele zu identifizieren, sichtbar zu machen und Anreize für deren Verbreitung zu geben. Diese Vernetzung erfolgt beispielsweise über die vom Land geförderte Plattform E-Learning NRW oder auch konkret im Rahmen des Projektes E-Assessment NRW elektronische Prüfungen. Nordrhein-Westfalens Standortvorteil sind die über 70 Hochschulen im Land, die zusammen mit der Wirtschaft qualifizierte Fachkräfte für den digitalen Wandel ausbilden und diesen damit gestalten. Dies soll jetzt noch verstärkt werden. 7 Ruhrgebietshochschulen nehmen bereits am Talentscouting teil. Für die Koordination wurde ein Zentrum für Talentförderung aufgebaut. Im Jahr 2017 werden voraussichtlich weitere 4 Hochschulen ins Talentscouting einsteigen. Dabei geht es vor allem um die Ansprache von begabten Schülerinnen und Schülern aus Familien ohne akademische Erfahrung und die Erleichterung des Studieneinstiegs. Weil wir zur Gestaltung des digitalen Wandels alle Talente brauchen, investieren wir bis zu 6,4 Millionen Euro pro Jahr in die Talentförderung im Hochschulbereich. Und dies ist ausdrücklich auch eine soziale Frage. Das möchte ich unterstreichen. Um die erfolgreiche Arbeit der Netzwerke Zukunft durch Innovation NRW auszubauen, setzt die Landesregierung in den kommenden Jahren bis zu 8 Millionen Euro aus EU-Mitteln ein. Darüber hinaus fördert das Wissenschaftsministerium die Arbeit von ZTI jährlich mit rund 4,7 Millionen Euro. Ich komme zum 6. Handlungsfeld, berufliche Bildung. Gemeinsam mit unseren Partnern geben wir frühzeitig Orientierung über Berufsfelder und fördern den Zugang zu MINT-Berufen. Wir fördern in der beruflichen Ausbildung die Vermittlung von Kompetenzen in den Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologien. Um die Schülerinnen und Schüler in der dualen Ausbildung fundierter über ein grundständiges Lehramtsstudium, insbesondere im MINT-Bereich, informieren und beraten zu können, wird ein Konzept zur systematischen Information und Beratung der Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs zur Aufnahme eines grundständigen Lehramtsstudiums Berufskolleg über die Koordinatorinnen und Koordinatoren für Studium Berufsorientierung erarbeitet. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Abgeordneter Marsching, Sie fragen nach dem Stand des Beteiligungsprozesses NRW 4.0 Lernen im digitalen Wandel. Die Auswertung dazu obliegt der Staatskanzlei, aber natürlich sind die betroffenen Häuser auch beteiligt, aber die Staatskanzlei organisiert diesen Prozess.
Die Workshop-Diskussionen auf dem Kongress am 11. März 2016 werden zurzeit ausgewertet. Sie waren ja auch dabei und haben die konstruktiven, ermutigenden Diskurse mitbekommen. Und die Thesen für das Leitbild zum Lernen im digitalen Wandel werden im zweiten Fachgespräch am 22. April auf Basis der Diskussionsbeiträge überarbeitet, also übermorgen. Es ist geplant, dass die Landesregierung sich nach dem zweiten Fachgespräch auf ein gemeinsames Leitbild Lernen im digitalen Wandel verständigt. Soweit als Einstieg von mir. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Kollege Marsching mit einer Frage. Bitte schön. Ja, auch von mir vielen Dank, Frau Ministerin. Es wurde ja schon gesagt, wir beziehen uns hauptsächlich auf die Aussagen in Kapitel 4 des Fortschrittsberichts. Das wissen Sie ja auch. Wir wollten die Fragen ja schon im Ausschuss stellen. Das hat aus Gründen ja nicht geklappt. Wir fragen jetzt mal ein paar Nachfragen hintereinander weg. Ich habe keine gesehen, die ich hätte streichen können, von daher. Erste Frage ist, Sie haben meiner Meinung nach verstanden, dass Next Generation Access Konzepte in Schulen sehr, sehr wichtig sind. Liegt Ihnen eine Übersicht über den aktuellen Stand der Breitbandzugänge bei Schulen vor? Und zwar ungefähr so, wie es auch im Erprobungsraum Rheinland auf der Webseite von 2014, ich werde es jetzt nicht vorlesen, Sie kennen das, so wie das da aufgeführt wurde. Also es tut mir leid, ich habe das akustisch auch nicht verstanden. Das ist okay, rede ich zu leise. Also, ja, haben es Sie sind auch einige Nebengeräusche, die das immer ein bisschen erschweren. Okay. Also der Lärm im Plenum hält sich vergleichsweise in Grenzen, Frau Ministerin. Aber Herr Kollege Marsching, ich möchte seine Frage noch mal zu wiederholen. Okay. Liegt Ihnen eine Übersicht über den aktuellen Stand der Breitbandzugänge von Schulen vor, so wie es auch im Erprobungsraum Rheinland auf der Webseite 2014 veröffentlicht wurde? Genau. Erprobungsraum Rheinland, das war das, was ich nicht verstanden hatte. Also wir haben keine Gesamtübersicht. Ich kann Ihnen aber noch mal sagen, wie wir die Breitbandanbindung von Schulen fördern wollen. Wir haben die Bedeutung in Next Generation Access-Entwicklungskonzepte der Kommunen erkannt und haben deshalb die Schulen in die Förderung einbezogen. Und die Förderung der Landesregierung ergänzt die Förderung der Bundesregierung. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage von Frau Kollegin Pieper. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für die Ausführung. Ich habe auch noch eine Frage zu dem Breitbandzugang. Gibt es eine Berechnung, eine Vorstellung davon, wie der Bedarf an Breitbandzugang pro Schüler und Schulform ungefähr sein muss, damit es ausreichend gibt? Gibt es irgendeine Vorstellung davon, wo man dahin will? Also wie viel Breitband braucht eine Schule? Also was muss die für Kapazitäten haben, um zum Beispiel eine Gesamtschule ausreichend zu versorgen? Sie meinen das jetzt rein quantitativ? Rein? Ob es eine Berechnung oder eine Vorstellung gibt und sagt, das ist das Ziel, das müssen wir erreichen. Es gibt das perspektivisch mit Glasfaserausbau. Ja. Aber es gibt jetzt keine ganz konkreten Berechnungen, weil auch die Kommunen ja unterschiedlich weit sind. Okay, die nächste Frage von Herrn Kollegen Olejak. Frau Ministerin, in diesem Zusammenhang, weil wir das Thema heute ja auch schon in einem anderen Antrag hatten, im Rahmen der Erprobungsphasen, ist Bring Your Own Device jetzt letztlich vorgesehen oder sollen die Kommunen das entsprechend mit Geräten stützen im Rahmen von Erprobungsphasen? Ich habe das ja eben auch schon ausgeführt, dass wir das erproben und dass wir das auswerten. Das macht die Medienberatung NRW. Die veröffentlicht die Ergebnisse online auf www.medienberatung.nrw.de und berichtet darüber auf Tagungen, zuletzt auf einer heutigen Schulträgertagung. Es gibt bereits gute Praxis für eine pädagogisch sinnvolle Nutzung privater Hardware für Jugendliche und von Jugendlichen im Unterricht. Es wurde zum Beispiel in von mir eben schon genannten Projekt in Rheinwahl erprobt, das die Grundlagen für eine nachhaltige und umfassende IT-Ausbildung an Schulen geschaffen hat.
Schulen in Dinslaken, Duisburg, Kamp-Lindfort, Meerbusch, Rheinberg und Strahlen bereiten sich mit Unterstützung dieses Projekts als Transferschulen auf die Einführung von Bring Your Own Device vor. Wir gehen also hier schrittig anhand von ersten Projekten vor. Und es ist immer gut, dann herauszufinden, bewähren sich diese Projekte und wann ist sozusagen der Schritt, dass es dann in die Fläche weitergegeben wird. Das ist ein schrittig angelegter Prozess, wie in vielen anderen Bereichen auch. Frau Kollegin Pieper mit Ihrer zweiten Nachfrage. Ja, im Grunde geht es nochmal in die gleiche Richtung. Sie haben vorhin diese Projekte erwähnt. Die in der Handy-Debatte haben Sie da schon von gesprochen. Ich hätte gerne gewusst, auf was für eine Zeit diese Projekte angelegt sind und ob es eine evaluierende Begleitung gibt, irgendwie wissenschaftlich abgesichert, was dabei dann rauskommt. Die Universität Duisburg-Essen wertet das aus und begleitet das. Und sobald es abgeschlossen ist, wird es natürlich auch veröffentlicht und zur Verfügung gestellt. Zeitpunkt. Also erste Ergebnisse werden im Moment offensichtlich ausgewertet und dann zeitnah zur Verfügung gestellt. Also insofern denke ich noch, in diesem Jahr wird es erste Veröffentlichungen dazu geben. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Vielen Dank. Die Landesregierung schreibt in ihrem Bericht, dass sie den Zugriff auf freie Lernmittel bieten und innovative digitale Schulbücher erproben. Dazu habe ich eine folgende Nachfrage. Wie hat sich die Menge der freien Lernmittel, die von der Landesregierung angeboten werden, entwickelt? Ja, wir haben zum einen, wie Sie richtig sagen, zwei Schulbücher, digitale Schulbücher, die wir erproben. Das ist einmal das Biobook für den Biologieunterricht. Dieses Buch wurde auf dem Kongress unterschiedlich bewertet, will ich ausdrücklich einräumen. Ich selber habe das nicht im Unterricht gesehen, aber fand das trotzdem interessant, wie es aufgemacht war. Und es ist schließlich von dem renommierten Digita-Preis auf der diesjährigen Didakta als eines der besten Beispiele ausgezeichnet worden. Und wir sind dafür sehr gelobt worden, dass wir das so angelegt haben. Das ist ja dann immer so, dass das nicht die Landesregierung selbst macht, sondern die Landesregierung hat das vergeben. Und das machen interessierte Praktiker und interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das zweite Buch, das habe ich selbst im Unterricht gesehen, das M-Book, das ist ein Geschichtsbuch. Und da muss ich sagen, war ich sehr, sehr beeindruckt, weil es war eine interkulturelle Klasse mit Flüchtlingskindern und es war eine inklusive Klasse. Das heißt, mit Kindern unterschiedlicher Talente, Begabungen und möglicher sonderpädagogischer Unterstützungsbedarfe an einem Gymnasium im ländlichen Raum, sage ich jetzt mal. Und es ist offensichtlich wirklich, und es war eine ganz topfitte junge Lehrerin, die vieles von dem, was wir anderen Lehrerinnen und Lehrern vielleicht beibringen müssen, schon mitgebracht hat. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren auch dabei und gucken sich das ja ganz konkret an, wie funktioniert und gelingt die Arbeit mit diesen Materialien. Und es ist erstens gelungen, dass die Schülerinnen und Schüler in Gruppen an unterschiedlichen Sachverhalten gearbeitet haben. Die einen halt zu Pyramiden, die anderen zu anderen geschichtlichen Fragen. Und es ist möglich gewesen, durch die Zugänglichkeit von weitergehenden Informationen mir klar geworden ist, dass das weit über das hinausgeht, was ein klassisches Geschichtsbuch, mit dem wir möglicherweise gelernt haben, wirklich hinausgeht. Und die, die einfach schon mit den einfacheren Aufgaben fertig waren, die haben nicht gesagt, fertig, Griffel hingelegt, sondern die konnten weiter lernen, weiter üben, um jetzt so ganz plastisch zu bleiben. So, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das auswerten, die Wissenschaftler haben auch Anregungen mitgenommen, was sie noch machen könnten, dann hat es aber trotzdem Arbeitsphasen gegeben, in denen auf Karten was geschrieben wurde, damit die Fertigkeiten des Schriftlichen, des mit der Handschreibens nicht verloren gingen. Und es hat gute Diskurse gegeben. Also aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr lohnenswert. Was die zur Verfügungstellung von
Also das sind sehr besondere Projekte, will ich dazu sagen. Was die allgemeine Zugänglichkeit von Medien angeht, so haben wir die Learnline. Und auch da gibt es einen deutlichen Zuwachs, also zertifizierte, für die Lehrerinnen und Lehrer zugängliche Materialien. Vor 3 Jahren waren es 20.000 und inzwischen sind es 30.000 zur Verfügung stehende Materialien, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten können. Die zweite Frage von Herrn Kollegen Olejak. Vielen Dank. Frau Ministerin, Sie erwähnten gerade im Rahmen der Datenerhebung und der Auswertung die Uni Duisburg. Da würde ich dann jetzt ganz gerne noch Duisburg-Essen, muss ich natürlich richtigerweise sagen. Duisburg-Essen, vielen Dank. Wird es denn dann im Rahmen des Prozesses oder zumindest wenn dieser abgeschlossen ist, am Schluss die Möglichkeit geben, auch für eine mögliche externe Zweitauswertung, zum Beispiel anderer Hochschulen oder anderer Externer, die Möglichkeit geben, die Rohdaten unter freier Lizenz zu erhalten? Also, wenn man Projekte macht und wenn man Evaluationen macht, dann ist es sinnvoll, diese Evaluationen erst auszuwerten, sich damit auseinanderzusetzen und dann zu entscheiden, wie man weiter damit umgeht. Deswegen möchte ich diesem Prozess auch nicht vorgreifen. Eine Frage von Herrn Kollegen Herrmann. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal zurück zu dem Punkt Bring Your Own Device, den Sie eben schon angesprochen hatten. Und zwar interessiert mich da, ob die Landesregierung eine datenschutzrechtliche Einschätzung zu der Nutzung der vernetzten digitalen Endgeräte im Unterricht hat. Also auch dazu kann man nur sagen, dass wir grundsätzlich, was den Datenschutz angeht, dass wir uns mit den Kommunen in NRW dazu entschlossen haben, den Schulen eine verlässliche digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das ist Logineo NRW. Damit erhalten die Schulen einen virtuellen Arbeitsraum im Internet. Lehrerinnen und Lehrer können dort zum Beispiel gemeinsam an Dokumenten arbeiten und Materialien austauschen, die sie für den Unterricht benötigen. Dieses Instrument wird bereits an 350 Schulen erprobt und kann im ersten Schulhalbjahr 2016/17 von allen Schulen beantragt werden. Das ist die Leitentscheidung, die wir zu diesem Thema getroffen haben. Eine Frage von Herrn Kollegen Düngel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin Dörrmann, ich würde gerne noch mal auf die Lehrmittel zurückkommen, zu denen Sie ja gerade schon ausgeführt haben. Sie haben ja beschrieben, dass es da halt eben durchaus gute Fortschritte kommt. Mir ergibt sich dadurch natürlich automatisch die Frage, ob Sie auch noch weitere Förderungen dahingehend zum Beispiel vornehmen wollen, also sozusagen noch weitere Lehrmittel etc. fördern und anschaffen wollen. Man muss vielleicht, erstens sind wir damit gut, auch im Bundesländervergleich, dass wir das tun. Und andere Bundesländer schauen auf Nordrhein-Westfalen und orientieren sich zum Teil an uns, nicht zuletzt ja auch am Medienpass. Und ich sollte vielleicht noch ergänzen, dass es auf Ebene der Kultusministerkonferenz einen Arbeitsprozess gibt, der in diesem Jahr unter der Präsidentschaft der Kollegin Bogedan aus Bremen, die das auch zu einem der Schwerpunkte erhoben hat, in diesem Jahr zum einen ein Leitbild über die Verständigung von Grundanforderungen geben soll, dass es dort dazu auch einen Beteiligungsprozess geben soll mit Expertinnen und Experten und dass das Ziel ist, in diesem Jahr auf KMK-Ebene eine Grundsatzentscheidung zu treffen, um auch vergleichbares Vorgehen deutschlandweit zu sichern, was ja nicht verkehrt ist, wenn Kinder und Jugendliche umziehen. Und in diesem Zusammenhang wird sicher, wie das die KMK auch ansonsten tut, man schauen, was macht NRW, was machen andere Bundesländer, um zu gucken, wo gibt es vielleicht noch besondere Entwicklungsbedarfe, sodass ein Land sich entscheidet, vielleicht hier oder dort ein weiteres Forschungsvorhaben anzugehen. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Das andere ist, damit nicht jedes, muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Und das andere ist, dass wir natürlich mit dem Verband der Bildungsmedien auch im Gespräch sind, sowohl auf NRW-Seite als auch bundesweit, wie kann
die Frage des klassischen Schulbuchs. Wie entwickelt sich das? Und wie schreitet sozusagen die Entwicklung digitaler Lernmedien, Lern- und Lehrmedien voran? Weil das ja auch eine Kapazitätsfrage ist. Das ist ein riesiger Markt. Das haben Sie alle gesehen, die auf der Didakta waren. Und hier ist es wichtig, zu einem abgestimmten Prozess zu kommen. Insofern gibt es jetzt im Moment über die genannten Projekte hinaus, die ich eben erläutert habe, jetzt in diesem Moment keine Entscheidung, weitere Forschungsaufträge aufzugeben, weil es auch Teil der Aufgabe des, der Schulbuchverlage ist. Eine Frage von Herrn Kollegen Schulz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Ministerin, Schulbuchverlage. Da geht meine Frage hin, nämlich insofern, als Sie mir vielleicht freundlicherweise beantworten wollen, fallen innovative, sogenannte innovative digitale Lernmittel auch unter die Schulbuchzulassung, wenn sie Inhalte für ein ganzes Schuljahr enthalten? Und wie weit ist da an dieser Stelle die Arbeit des Ministeriums? Sie fallen darunter, insofern ja. Eigentlich waren es zwei Fragen, aber insofern beantworte ich gerne die trotzdem. Der Arbeitsprozess muss angepasst und angelegt werden, aber bitte schön, nicht das Ministerium oder das Land macht diese Dinge, sondern das machen die Verlage. Und insofern kommt es auf die von mir beschriebene gute Zusammenarbeit und den Austausch an. Und natürlich orientieren sich die Verlage an den Vorgaben, den Lehrplanvorgaben, den Kernlehrplänen, die für die jeweiligen Fächer entwickelt und erarbeitet und gültig sind. Herr Kollege Lambler. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre Ausführungen. Ich würde Sie gerne etwas zu Logineo fragen. Das ist eine etwas technische Frage. Und zwar entnehme ich der Logineo-Webseite auf dem Internetauftritt des Schulministeriums, dass Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Schulpersonal schulbezogene E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt die Auskunft, dass somit eine sichere digitale Kommunikation gewährleistet wird. Ich möchte Sie daher fragen, welche Art der Verschlüsselung macht die E-Mail-Kommunikation innerhalb von Logineo sicher? Also tut mir leid, ich bin nicht die Technikerin von Logineo, sondern ich bin die Schulministerin des Landes Nordrhein-Westfalen. Ja, wir können die Antwort klären und leiten Ihnen die dann zu. Ja? Weil normalerweise hatte ich auch gebeten, dass der Herr Vaupel hier dazukommt, weil der, glaube ich, mit großer Akzeptanz auch diese Arbeit begleitet. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Aber er ist eben heute auf dieser schon länger geplanten Fachtagung mit den vielen Akteuren aus dem Bereich der Schule. Und dafür bitte ich um Verständnis. Im Übrigen ist das ja ein praktiziertes Verfahren hier, dass wenn Fragen im Detail nicht ad hoc beantwortet werden können, dass den Abgeordneten hinterher zugeleitet wird. Herr Kollege Wegler mit seiner zweiten Frage. Ja. Vielen Dank. Ja, ich möchte auch noch mal auf die digitalen Schulbücher zurückkommen, und zwar mit Vorlage 16.1994 vom 20.06.2014 hat die Landesregierung aus ordnungspolitischen Gründen die Förderung von Open Educational Resources abgelehnt. Wieso fördert sie jetzt die innovativen digitalen Schulbücher? Das ist für mich kein Widerspruch. Die nächste Frage von Herrn Kollegen Düngel. Ja, ich muss gerade noch ein bisschen lachen, aber okay. Ich würde gerne noch mal auf den Part Bring Your Own Device und ich sag mal im weiteren Sinne Datenschutz kommen. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wenn es da zu einem personifizierten Einsatz von Hardware eben in der Schule kommt, also sei es jetzt durch Bring Your Own Device oder durch ein Login an Schulhardware. Wie geht die Landesregierung damit um, dass dann Minderjährige aufgrund der Vorratsdatenspeicherung eben zu Hause oder bei der Erledigung von Hausaufgaben da massenhaft überwacht werden können? Ich hatte eben erläutert, Herr Abgeordneter, dass wir jegliche Vorhaben, die
den Bereich personenbezogener Daten betreffen, mit der Landesbeauftragten für Datenschutz erörtern und besprechen. Und das gilt selbstverständlich auch für diesen sensiblen Bereich. Die nächste Frage, die zweite Frage von Herrn Kollegen Herrmann. Das ist möglicherweise gerade beantwortet worden, weil ich hatte eben nach Bring Your Own Device gefragt und nach der datenschutzrechtlichen Einschätzung. Daraufhin haben Sie mir den Logineo-Zugang beschrieben für webbasiertes Lernen und so weiter auf Smartphones und haben nicht gesagt, dass Sie eine datenschutzrechtliche Einschätzung zur Nutzung im Unterricht angeregt haben bzw. verordert haben. Herr Kollege, wenn die Frage schon beantwortet sein sollte. Ich wollte jetzt nur eine Bestätigung haben, weil die, meine Frage eben war halt mit etwas anderem beantwortet worden und wollte jetzt eigentlich noch mal genau fragen, hat die Landesregierung eine datenschutzrechtliche Einschätzung zu der Nutzung von vernetzten digitalen Endgeräten, also zu den eigenen, die die Kids, die Jugendlichen mitbringen, im Unterricht angefordert bei der LTI, bei der LDI? Ich hatte, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, eben bei der Erstantwort der Eingangsfrage schon erläutert, dass wir, was die personalrechtlichen Fragen der Kolleginnen und Kollegen mit den Personalräten besprechen, die sind zum Teil auch mitbestimmungspflichtig, deswegen dauert das manchmal auch seine Zeit. Und das ist, was die grundsätzlichen Datenschutzbelange weiterer Nutzerinnen und Nutzer angeht, mit der Landesbeauftragten für Datenschutz erörtern. Und ich finde dummerweise nicht die Seite, sonst würde ich Ihnen das gerne noch mal vortragen. Aber Sie können das ja im, Sie können das ja im Protokoll dann auch noch mal nachlesen. Ja, ich habe es aber, Sie haben ja jetzt gesagt, dass ich es jetzt damit beantwortet hätte. Gut. Jedenfalls hat Herr Kollege Dr. Paul jetzt das Wort zu seiner ersten Nachfrage. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Ministerin, mal zurück zu den Lernmitteln. Die Landesregierung hat mit der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Absatz 5 des Schulgesetzes vom 12. April 2005, geändert durch die Verordnung vom 30. April 2010, geregelt, mit welcher Summe der Schulträger in Verbindung mit dem Eigenanteil die Schulen mit Lernmitteln ausstatten darf bzw. kann. Eine Absichtsfrage: Möchte die Landesregierung in Zeiten von digitalen Lernmitteln in Verbindung mit dem zunehmenden Einsatz von Open Educational Resources diese Verordnung ändern oder möglicherweise entsprechend anpassen? Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Dazu sind wir im Gespräch mit unterschiedlichen Akteuren, weil ja unterschiedliche Akteure davon betroffen sind. Das sind die Kommunen als Schulträger, das sind die Eltern als teilweise Mitfinanzierende und das sind natürlich die Anbieter der Lehr- und Lernmittel. Und aus unserer Sicht ist das für eine Entscheidung diesbezüglich noch zu früh. Und das ist aber eine der Fragen, die auch in den bundesweiten Entscheidungsprozessen auf Ebene der KMK natürlich eines der Themen ist, mit dem wir uns auch da auseinandersetzen müssen. Welche Ansätze haben die unterschiedlichen Länder oder die verschiedenen Länder bezogen auf die Lernmittelfreiheitsgestaltung, die im Übrigen nicht überall so ist wie bei uns in Nordrhein-Westfalen. Dass die Interessen da sind von einigen, alles, was jetzt neu ist, zusätzlich zu finanzieren, das, Sie nicken. Die Landesregierung und auch die Kommunen und möglicherweise auch die Eltern haben aber vielleicht auch ein Interesse, wenn das und das zusätzlich kommt und wenn das so und so gute Lernmöglichkeiten bietet, dann ist ja auch die Frage erlaubt, was fällt denn vielleicht zukünftig weg und kann ersetzt werden durch neue Medien. Die zweite Nachfrage von Herrn Kollegen Lammler. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Ministerin. Logineo im jetzigen Zustand ist auf eine dauerhafte und stabile Internetverbindung angewiesen. Ich frage Sie daher, ist es angedacht oder ist die Möglichkeit angedacht, Logineo lokal auf einem Server innerhalb der Schule zu betreiben? Nein. Der Sinn ist ja, dass das sozusagen ein individualisiert nutzbares Instrument ist. Herr Kollege Schulz.
Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, am 27. Februar des Jahres hat der sogenannte Bildungshackathon stattgefunden, der so wörtlich das Thema wirklich breit aufstellt, das heißt den Open-Gedanken in den Vordergrund, die Technik, wie zum Beispiel App, in den Hintergrund, also eher Richtung Open Education gehen möchte und dabei auch Preisgelder ausgelobt. Wie beurteilt das Schulministerium, wie beurteilen Sie diese Aktivität auch und insbesondere vor dem Hintergrund der Fragestellung, ob damit eine direkte Förderung von Open Educational Resources verbunden ist? Also ich habe Ihnen, sehr verehrter Herr Abgeordneter, den dargestellt und erinnere an die Ursprungsfrage. Die Ursprungsfrage lautete, wie steht es um den Fortschrittsbericht der Landesregierung mit Blick auf die von der Landesregierung konzipierten Arbeitsfelder? Und zu dem, was zu Open Education Resources zu sagen ist, habe ich den Arbeitsstand der Landesregierung dargestellt und die Entwicklungslinien eröffnet. Die jetzt von Ihnen spezifisch gefragte, diesen spezifisch gefragten Sachverhalt kann ich vor diesem Hintergrund nicht ableiten. Herr Kollege Rohrwedder hat eine Frage. Ja, ich war etwas überrascht über die Antwort, die mein Kollege Wegner auf seine zweite Frage bekommen hatte, wo die Ministerin darlegte, dass sie keinen Widerspruch darin sieht, dass die Landesregierung aus ordnungspolitischen Gründen die Förderung von Open Educational Resources ablehnt und gleichzeitig diese innovativen digitalen Schulbücher fördert. Ich kann mir ein Denkmodell, eine Denkweise vorstellen, in der das tatsächlich kein Widerspruch ist. Aber fragen Sie bitte, wir sind in einer Fragestellung. Das ist ein unschönes Denkmodell. Möchte das Schulministerium unter Ministerin Sylvia Löhrmann nicht noch einmal die Haltung zur direkten Förderung von Open Educational Resources überdenken? Und ich baue Ihnen eine goldene Brücke, einen breit aufgestellten Fördertopf zur Verfügung stellen, wie das im Bund bereits geschehen ist. Die Landesregierung macht dazu kein Förderprogramm. Und die Frage der digitalen Schulbücher ist etwas, was um innovative Gestaltung von neuen zusätzlichen Medien angeht. Und hier wollten wir gezielt zwei Impulse setzen, die auch hoch gelobt werden, sowohl von den Schulen in der Nutzung als auch von der Wissenschaft, als auch sozusagen von den anderen Bundesländern. Und ich sehe nach wie vor keinen Widerspruch darin, dass wir hier im Bereich der Lehr- und Lernmittel diesen Impuls gesetzt haben, um voranzukommen. Die zweite Frage von Herrn Kollegen Dr. Paul. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Frage bezieht sich auf eine vergangene Debatte im Schulausschuss. Und zwar, hat die Landesregierung einen Überblick darüber, wie die Umsetzung des Ergänzungserlasses vom 1.4.14 zum Einsatz von grafikfähigen Taschenrechnern im Land angenommen wurde bzw. umgesetzt wurde? Auch dies, sehr verehrter Herr Paul, ist nicht abgedeckt durch die Ausgangsfrage des Fortschrittsberichts. Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Nachfragen liegen mir nicht vor. Oder kommt da noch eine? Herr Kollege Marsching, Entschuldigung. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich sehe, wir haben unterschiedliche Sichtweisen, was das Thema Digitalisierung und Nachfragen angeht, aber versuchen dann, die einzelnen Fragen noch mal extra zu stellen. Ich habe noch zwei politische Fragen. Das eine, das hat ja durchaus... Bitte eine erst. Ja, natürlich. Ich habe danach noch eine. Jetzt erst eine. Natürlich, natürlich. Also die erste bezieht sich darauf, wir müssen natürlich den Unterricht voranbringen. Sie haben es vorhin gesagt, Lehrer stehen an unterschiedlichen Stellen. Ein Mittel wäre es, dass wir zumindest im Bereich der Informatiklehrer sehr investieren. Meine Frage ist, wie viele voll ausgebildete Informatiklehrer, die sowas dann rüberbringen können, gibt es oder gibt es pro Schüler in NRW eine Gesamtzahl oder pro Schüler? Haben Sie da einen Überblick? Also das, lieber Herr Marsching, hat nun wirklich damit keinen unmittelbaren Zusammenhang. Ich erinnere mich aber daran, dass das Thema im Schulausschuss war und ich im Rahmen einer kleinen Anfrage ausführlich dargelegt habe, wie viele Schulen Informatik als Fach haben. Und ich kann Ihnen gerne die Antwort auf diese kleine Anfrage noch mal zur Verfügung stellen. Kollege Marsching, Sie hatten
Noch eine weitere Frage und die dürfen Sie jetzt natürlich auch noch stellen. Ja, ich schluck das. Ja, meine letzte Frage ist einfach, ich möchte Ihnen nochmal die Möglichkeit eröffnen, ganz konkret, haben Sie einen Ausblick auf die nächsten, ich sag mal, 5 Jahre digitale Bildung in NRW? Oder bleibt es im Moment bei dem, was der Fortschrittsbericht sagt und Sie evaluieren dann erstmal und dann sehen Sie weiter? Wir haben einen Ausblick, eindeutig, und der findet auf all den 6 eben skizzierten Handlungsfeldern statt. Und der Ausblick wird insbesondere dadurch gekennzeichnet sein, dass wir das Leitbild, was wir aufgrund eines online gestützten Prozesses im Vorfeld des Kongresses NRW 4.0 Lernen im digitalen Wandel stattgefunden hat, wir haben einen Workshop oder einen digitalen Bildungstag erlebt am 11. März 2016. Da haben mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zwischenergebnisse des bisherigen Dialogprozesses mit vielen, vielen, vielen Expertinnen und Experten, aber auch mit etwa der Hälfte der Ministerinnen und Minister dieses Kabinetts diskutiert, auf Augenhöhe mit vielen Akteuren aus Schule, aus Kita, aus Hochschule, aus der Weiterbildung. Ich habe das als ausgesprochen produktiv, konstruktiv und nach vorne gerichtet erlebt. Und Herr Laschet hat ja heute Morgen gesagt, der Finanzminister soll sich nicht selber loben. Ich fand ja, dass das sehr understatement und very British war. Aber wenn sowohl der Chef der Telekom-Stiftung, Herr Schuster, als auch unlängst, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber auch ein renommierter Akteur in der Szene der Landesregierung bestätigen, dass sie hier zukunftsweisend diesen Prozess angelegt haben und dass auch diese Landesregierung die erste war, die einen solchen Kongress gemacht hat, dann ist das, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass hier etliche sagen, das ist ein guter Auftakt gewesen, das arbeiten wir jetzt durch, das wird weitergeführt, das soll bis Mitte des Jahres mit dem Beschluss der Leitbilder über die verschiedenen Arbeitsfelder abgeschlossen werden und sicherlich werden wir danach dann in den Ausschüssen jeweils berichten, wie es weitergehen soll und betrachten hier das Lernen mit den digitalen Medien als Kompetenzerwerb, aber natürlich auch in der Qualifizierung der Lehrerinnen und Lehrer als ausgesprochen wichtig und als einen chancenangelegten Prozess. Vielen Dank für diese letzte Frage. Vielen Dank Ihnen, Frau Ministerin. Ich stelle fest, dass die mündliche Anfrage Nummer 77 nunmehr beantwortet ist und rufe auf.